Ja, vielen Dank erstmal. Schönen guten Tag in die Runde und an alle Zuhörer. Ja, ich denke, wir haben ein Drittligaspiel gesehen mit viel Intensität bei heißen Temperaturen. War nicht einfach für die Jungs. Um es vorwegzunehmen, am Ende ein gerechtes Ergebnis. Wir sind hier sehr schwer in die Partie reingekommen. Die Wiesbadener haben uns das Leben extrem schwer gemacht, immer wieder mit der fallenden Position auf der linken Seite, Hollerbach und Goppel. Das haben wir nicht gut in den Griff bekommen, über die Seite haben sie uns extrem beschäftigt und meiner Meinung nach auch die besseren Tormöglichkeiten gehabt. Zum Glück machen wir dann das 1:0 aus einer Standardsituation, haben dann eine kurze Phase, wo wir eine bessere Kontrolle hatten, aber so die 100%ige Ballsicherheit war da auch noch nicht gegeben in dem Moment. Ja, und dann eigentlich aus der Not heraus oder aus der Situation heraus, dass wir keine Not haben, den Ball nach vorne zu spielen, entscheiden wir uns für einen Diagonalball, anstatt den Ball in den eigenen Reihen zu halten, der dann sofort abgefangen wird und ja, in Perfektion im Konter umgesetzt, direkt zum Gegentor führt und in dem Moment zum 1:1. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit das ein bisschen angepasst. Hat sich das Spiel komplett gedreht, denke ich, dass wir die Mannschaft waren, die dominanter gespielt hat, die besser Zugriff bekommen hat. Gut ins Pressing gekommen, auch Torchancen rausgespielt. Leider konnten wir es in der zweiten Halbzeit dann nicht vergolden. Hatten am Ende nochmal den Lattentreffer und ein, zwei Situationen, die man vielleicht hätte besser ausspielen müssen. Aber ich sagte ja eingangs, dass das 1:1 absolut in Ordnung geht. Wir haben auswärts wieder nicht verloren, sind 22 ungeschlagen auswärts. Und wir freuen uns jetzt dann auch über den Punkt. Entsprechend wünsche ich Wien Wiesbaden alles Gute noch fürs letzte Spiel und dann auch eine ruhige Pause. Alles Gute und bis die Tage dann. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit können wir das Spiel auf unsere Seite bringen. Wir haben 4, 5, 6 gute Möglichkeiten. Gustav hat, glaube ich, 2, 3 Mal Chancen im 1:1, wo der Torwart gut hält. Haben, glaube ich, eine Kontrolle und haben aber auch sehr, sehr gut nach vorne gespielt. Wie Patrick schon gesagt hat, vor allem die rechte Seite mit Holler und Time immer gefährlich gewesen, aber auch immer mal wieder über links. Und vor allem Gustav natürlich, haben wir natürlich deutlich gemerkt, eine Belebung für unser Offensivspiel, weil er einfach jemand ist, der immer unterwegs ist, der immer gefährlich ist. Liegen dann zurück, machen dann aber durch einen perfekten Angriff das 1:1. Na, und in der zweiten Halbzeit dann ausgeglichenes Spiel, immer wieder gefährliche Situation für Waldhof. Wir haben aber auch immer noch mal gute Ansätze, wo der letzte Ball nicht kommt, wo die letzte Präzision gefehlt hat. Und am Ende dann in Ordnung das Ergebnis. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, aus 4, 5 so dicken Möglichkeiten wirklich auch 2 Tore zu machen. Dann schaffst du das vielleicht auf deine Seite zu bringen. Das ist uns nicht gelungen. Aber es bleibt ein positives Spiel. Wir haben, ja, gerade unsere Abwehrbesetzung, hatte ich vorher nicht gedacht, dass wir so irgendwann mal spielen in der Fünferkette, auch offensiv, außen, sehr offensiv besetzt. Das haben die Jungs gut gemacht. Auch in der Dreierkette so noch nicht zusammen gespielt. Haben sie, glaube ich, insgesamt gut gelöst und ein gutes Heimspiel hingelegt. Natürlich hätte man gern gewonnen hier, das letzte Heimspiel, logisch. Aber am Ende hat man auch gemerkt, was über die Saison vielleicht gefehlt hat. Und das ist dieses, im 16er einfach diese Brutalität auch vom Tor zu haben, diese Kaltschnäuzigkeit, dann einfach auch diese Chancen, die man sich erarbeitet, zu nutzen. Und so geht das Spiel aus, wie so die Saison so ein bisschen war, einfach diese entscheidenden Momente nicht auf seine Seite gebracht zu haben. Danke sehr. Und natürlich auch Waldhof Mannheim und dir, Patrick. Alles Gute. Vielen Dank.